Call to Action. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und sie schauen website-marketing.ch. Ein Call to Action ist ein Aufruf zu einer Aktion. Das heißt, der Betreiber, in unserem Fall eine Webseite, der will natürlich, dass ich irgendwas tue. Jetzt werden Sie sich fragen, habe ich sowas auf meiner Webseite? Wenn Sie ein Shop-Betreiber sind, klar, dann ist es einfach, wenn Sie im B2B-Bereich oder im B2C-Bereich tätig sind und eben keine Shop-Lösung haben, sondern im besten Fall der Action, das Kontaktformular ist, dann fragen Sie sich jetzt wahrscheinlich, habe ich das klar genug auf meiner Seite drauf? Ich sage, heute darf keiner mehr eine Webseite betreiben, ohne dass er weiß, was sein Call to Action auf der Webseite drauf ist. Darum muss er sich das vorab gut überlegen und das dann auch entsprechend integrieren und messen. Wie messe ich das? Analyse-Tool, in meinem Fall jetzt Google Analytics. Das schaut dann so aus, ich habe mir den Funnel eingerichtet, in unserem Fall ist das das Kontaktformular und da will ich natürlich genau wissen, wie viele hier, die eben beispielsweise auf die Startseite kommen, auf mein Kontaktformular draufkommen und das dann ausfüllen. Da ist also unser Call to Action, das schauen wir uns nachher an. Ich habe jetzt aber zwei, drei Beispiele. Erstens mal im B2C-Bereich, sicherlich ganz klar hier, das ist meistens Chocolate mit dem Call to Action, jetzt Schoki selber bestellen. Das ist hier der Button, auf den man klicken soll, wenn man auf die Seite drauf kommt. Alles andere ist absolut sekundär, mindestens auf der Startseite. Ich habe was anderes im B2B-Bereich, das ist Jucker Pharma. Auch hier im oberen Bereich drin ein Call to Action. Vielleicht nicht so klar jetzt wie bei Mais with Chocolate, aber hier im Hauptmenü drin der erste Punkt sind Firmen-Events und Seminare. Der wichtigste Punkt hier auf dieser Seite, da fange ich, wenn ich übers Menü drüber fliege, auch an zu lesen und das wird mir als erstes ins Auge springen. Dann habe ich wieder im B2C-Bereich was mit Job, hier klar links draußen Job, fragt sich jetzt natürlich, klicken da die Leute drauf, das misst man nachher mit Clickmaps oder eben mit Events, die man in der Seite drin integrieren kann, aber klar muss hier auch ein Action drauf, denn das Einzige, was dieser Betreiber dieser Seite möchte, ist, dass man in den Job reingeht und was bestellt. Bei uns schaut es ein bisschen anders aus, Startseite natürlich viel schwieriger, was ist unser Ziel, ich habe es vorher gezeigt, ist das Kontaktformular, wenn ich also hier auf der Startseite bin, dann möchten wir jetzt in dem Fall, dass man hier draufklickt, das ist der Teaser, das ist das Teaserbild oben drin, klick hier drauf, komm hier dann auf die Referenz drauf, klar, ich möchte nicht gleich aufs Kontaktformular führen und dann habe ich hier diese Möglichkeit des Kontaktes. Also auch auf den Unterseiten ganz wichtig, wenn ich zurückgehe beispielsweise und die Leute auf die News führe, was wir sehr viel haben, sehr viele Besucher hier auf den News drauf, dann muss es natürlich auch hier wieder erscheinen, hier im linken Bereich drin. Wenn ich weitergehe, jetzt beispielsweise auf einen Blog drauf, ein Corporate Blog, auch der sollte natürlich ein Call to Action haben. Was meinen Sie, was das hier drauf ist? Ganz einfach, es ist unser Logo oben und Blog der INM AG, das war am Anfang viel kleiner, da wollte man das Vertrauen aufbauen. Heute ist es natürlich auch wichtig, dass man der eine oder andere da draufklickt, darum ist es auch ein bisschen prominenter drin, das funktioniert auch ganz gut, der Call hier, also ganz einfach ein Klick nachher auf die Corporate Seite. Das ist also Möglichkeiten, wie so Call to Actions ausschauen können für die verschiedensten Branchen, die verschiedensten Firmen, B2B, B2C, mit Job, ohne Job, Kontaktformular und so weiter, muss man sich überlegen, wie man das organisieren will und die dann integrieren und dann vor allem messen, ob es auch funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, wie ich erwähnt habe, mit A/B-Tests schauen, was würde eventuell besser gehen, Farbe ändern und so weiter, um dann zu sehen, dass diese Actions eben häufiger anfallen, dass ich mehr Anfragen habe, dass ich mehr Bestellungen haben. Also ganz wichtig, wenn ich eine Webseite habe, überlegen, was ist der Call to Action, wie kriege ich Umsatz mit meiner Webseite, auch wenn es eben kein Shop ist. Soviel zu dem Thema, habt ihr euch da schon drüber Gedanken gemacht, würde mich wie immer hier interessieren, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG, Sie haben website-marketing.ch geschaut.